Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. In der letzten Folge sind wir in ein neues Gebiet gekommen, wo ganz, ganz viele Banditen sind. Und wir müssen jetzt mit Baldi sprechen. Ich hörte, du hast die Banditen verjagt. Danke. Wir sind nur Fremde für dich, aber trotzdem hast du uns geholfen. Wenn wir irgendetwas tun können, um uns zu revanchieren, dann lass es uns wissen. Gut, das hätte ich jetzt natürlich auch in der letzten Folge theoretisch noch machen können. Wir haben einen Stab bekommen. Sehr schön. Beides episch und ein bisschen besser. Das ist cool. Sowas mag ich. Wir müssen aber die Sachen hier mal so ein bisschen... Wobei, das ist auch ein... Ah, das ist einer der guten Tränke. Ich habe mir sagen lassen, die Prozenttränke soll ich aufbewahren. Wieso liegen die denn hier auf 2? Ich mach mal den. Wieso kann die ich den Banditen nicht auf 2 machen? Müssen dafür bezahlen. Hallo? Du kannst mich doch mal. Dann mache ich dich halt auf 6. Oder vielleicht lieber auf 7. Nicht, dass ich aus Versehen draufdrücke, wenn ich eigentlich reiten möchte. So. Dann haben wir die beiden zum Nehmen und die werden wir definitiv auch noch brauchen, wenn wir in eins der nächsten Verliese kommen. Ich weiß nur nicht genau, wann es war. Stellt 1000 Lebensenergie wieder her. Das ist also quasi das Komplette. Das ist natürlich mega, mega geil. Und die sollen wohl sehr gut sein später, weil natürlich die Werte auch immer besser werden bei uns. Ich mach das mal mit hier oben rein, beziehungsweise... Na, ich mach das mal mit... Ja, doch, ich lasse es mal hier oben drin. So. Willkommen. Willkommen. Hallo. Ich war schon früher da und habe mich umgesehen. Das ist schön. Aber bisher habe ich noch keine brauchbaren Informationen erhalten. Die hiesigen Nomaden haben mir gesagt, wie nützlich deine Hilfe für sie war. Vielleicht solltest du dich bei ihnen über die Morai-Ruinen erkundigen. Sie könnten weitere nützliche Informationen preisgeben. Klar. Ich soll dir von den Morai-Ruinen erzählen? Ich dachte immer, die wären nur ein Mythos. Solche Legenden sind genau das Richtige für Oma Donna. Alte Legenden. In dieser Wüste gibt es Monumente, in die alte Geschichten eingraviert sind. Vielleicht handelt ja einer von diesem Ort. Wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, befindet sich eines dieser Monumente bei der Saline, wo die Banditen lagern. Der alte Phobet dort auf der Lauer, liegt dort auf der Lauer, um uns über die Banditen zu informieren. Warum gehst du nicht zu ihm? Das Gebiet ist voller Banditen. Bitte sei vorsichtig. Vielleicht kann uns dieses alte Monument ein paar Geheimnisse von Enkavia verraten. Enkavia ist ein Königreich, das in Judia einst prächtig gedieh. In der Hauptstadt dieses Reiches war Morai, bis das Reich eines Tages wie vom Erdboden verschluckt wurde. Vielleicht besitzt das Monument ja eine Geschichte über Morai, die darauf eingraviert ist. Abenteurerin, würdest du dir das bitte ansehen? Ich werde mich nach weiteren Informationen erkundigen, während ich den Leuten hier helfe. Kein Thema. Wir müssen nur mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen da runter. Konzentriere dich auf das Mögliche. Sei realistisch. Boah, ich bin sehr realistisch. Aber auch eine kleine Träumerin. Ist eigentlich die perfekte Kombination. Wo haben wir dich denn? Wo haben wir dich denn? Ach, dieser Fremdling. Warte. Du bist doch der die Banditen verjagt hat. Vielen Dank. Nein, ich bin die, die Banditen verjagt hat. Danke. Doch was führt dich überhaupt hierher? Ein Monument? Ein Monument? Ich habe es irgendwo in dieser Saline gesehen. Das Problem ist nur, dass die Saline aktuell von den Banditen besetzt wird. Sie zu überwinden dürfte nicht leicht werden. Eine Aufzeichnung über Enkavia... In Judia gibt es niemanden mehr, der sich noch für diesen Ort interessiert. Aber es ist schön, dass ein Fremdling... dass es ein Fremdling tut. Doch sei besser vorsichtig. Wärst du so freundlich, einem alten Mann einen Gefallen zu tun?
Ganz plötzlich kamen all diese Banditen wie aus dem Nichts und haben den Nomaden die Saline geraubt. Sie müssen inzwischen jede Menge Salzhaufen gesammelt haben. Bitte zerstöre sie. Bitte zerstöre außerdem die wasserblockierenden Felsen, damit die Saline erledigt ist. Bitte erteile diese degenerierenden Subjekten eine Lektion. So, vorher müssen wir aber noch mit dir reden. Siehst du die Banditen bei der Saline dort drüben? Sie haben sie innerhalb eines Tages erobert und die Nomaden gefangen genommen. Ich habe schon viel von dir gehört, Abenteurerin. Zum Beispiel, dass du mächtig genug sein sollst, um mit den Banditen den Boden aufzuwischen. Allerdings sind Gerüchte immer so eine Sache. Und jetzt habe ich die Chance zu bestätigen, ob sie wahr sind. Diebe haben die Salzmine besetzt. Erteilt okay. Ihnen eine Lektion. Verbrenne Salztaschen, zerstöre wasserblockierende Felsen und ganz unten soll ich zum Monument gehen. Beziehungsweise die Banditen noch besiegen, 9 davon. Also ich würde sagen, dass wir hier mal wirklich zu Fuß reingehen. Seid ihr die Banditen? Muss man ja erstmal wissen. Das war die falsche Taste, die wollte ich gar nicht nutzen. Aber okay. Was soll ich denn hier kaputt machen? Wasserblockierende Barrikaden. Explodiert der Hund hier einfach. Ach, willst du mich verarschen? Das ist so ätzend, wenn man mittendrin ist, irgendwas zu machen und man das dann nicht beenden kann. Achso, jetzt hat er das nicht mehr angenommen. Okay, das mit dem Salz habe ich schon erledigt. Man das nicht mehr beenden kann, weil dann plötzlich irgendwann von hinten einer auf dich zugelaufen kommt. Oh, das sind aber Salzkäfer. Die haben damit nichts zu tun. Die armen Viecher. Ich muss vor allen Dingen noch einen Banditen kaputt machen. Ach, da ist ein wasserblockierender Felsen. Ah. So, Moment, die Felsen habe ich jetzt auch erledigt. Überprüfe, was in dem Monument eingraviert. Ach, das ist hier. Morai. Die Hauptstadt Enkavias gelangte unter dem mächtigen König Kisar zu Harmonie und Wohlstand. Aber als der Held Lutera das Siegel im Herzen von Morai hinterließ, bildete sich ein schwarzer Riss. Kisars schwelender Neid auf Lutera verbreitete sich schnell durch die Stadt und wurde zu einer grausamen Finsternis. Schön, dass man hier unterbrochen wird. Wenn man hier gerade dran ist, also ehrlich. So, ich könnte jetzt natürlich auch hinporten, das würde jetzt definitiv schneller sein, aber ich bin jetzt gerade schon durch die durchgeritten. Ich meine, so groß sind die Karten ja auch nicht, muss man dazu sagen. Also das ist schon okay. Es ist so, ja, es ist noch eine kleinere Größe als bei Final Fantasy im Vergleich. Also zumindest die Karten, die ich so kenne. Können wir jetzt noch 2 Sachen abgeben. Was haben wir denn hier? Nee, bei dir nicht. Komm, reite. Hahaha, ich sollte besser anfangen, Sprengfallen auszulegen, bevor sie noch auf Rache aus sind. Vielen Dank.
Das sollte ihre kriminellen Machenschaften eine Weile Einhalt geboten haben. Hier, bitte such dir etwas aus. Ich nehme einfach alles. Ist ja nicht so, als ob ich gierig wäre. Konzentriere dich auf das Mögliche. Sei realistischer. Glaube an die Macht in dir. Wie es scheint, waren die Gerüchte wahr. Du bist sogar noch unglaublicher, als ich gehört habe. Ich würde dir gerne im Namen der Nomaden danken. Denn während du die Diebe abgelenkt hast, konnte ich viele meiner Leute retten. Das ist schön. Ich dachte eigentlich, dass ich die Leute retten sollte. Konzentriere dich auf das Mögliche. Hast du gefunden, wonach du suchtest? Yep. Wollen die uns jeden Tag so aufmachen? Hast du das Monument gefunden? Ah, das freut mich zu hören. Der Priester, der mit dir herkam, ist fort. Er meinte, er wolle nach weiteren Monumenten Ausschau halten. Wir stehen für immer an seiner Schuld. Nachdem der Priester weg war, habe ich eine Nachricht von Zaka erhalten, der dem Banditen Unterschlupf ausgespäht hat. Diese dreckigen Bastarde. Sie verlangen für die Personen, die sie bei dem Angriff auf uns entführten, ein Lösegeld. Da du für uns bereits eine Menge getan hast, wage ich nicht, dich noch um einen Gefallen zu bitten. Allerdings gibt es sonst niemanden. Unsere Situation ist wirklich übel und wir schaffen es trotzdem nicht, uns alle zu organisieren. Wie armselig. Wenn wir das nicht schaffen, dann gibt es für die Gefangenen keine Hoffnung. Die Weißsandbanditen sind nichts als eine Bande von Raufbolden. Ohne ihren Anführer Akera geben sie sich garantiert geschlagen. Also erledige bitte Akera und rette unsere Leute. Ich dachte, er wollte mich nicht darum bitten. Ich habe eigentlich nicht nach der Hilfe eines Fremdlings gefragt. Aber wenn du schon mal hier bist, würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Laut Matahan, der den Unterschlupf der Banditen ausspäht, sollen die Banditen ihre Waffen und Wasservorräte am selben Ort aufbewahren. Das ist eine gute Gelegenheit, um sie zu schwächen. Allerdings sind wir nicht stark genug, um sie zu nutzen. Aber du kannst es. Bitte zerstöre die Trinkwasserflaschen und die Waffenregale im Unterschlupf der Banditen. Wenn du damit fertig bist, begib dich bitte zu Matahan, um deine Belohnung zu erhalten. Okay. Das ist natürlich positiv, dass man nicht immer wieder... Hallo? Immer wieder zurück muss. So, Frauen retten, den Anführer besiegen. Und in dem ganzen Waffenregal und Wasserflaschen retten, wollte ich gerade sagen. Holen wir unser Zeug. Genau, Wasserflaschen retten. Das wäre doch auch mal eine coole Aufgabe. Okay. Nein, hier muss ich noch nichts machen. Ich habe keine Zeit für euch. So. Das sind die Wasserflaschen. Genau, Frauen retten muss ich noch. Habe ich gerade. So, einmal rüber. Ich will ja ein bisschen XP haben. Ich laufe ja nicht einfach an denen vorbei. Da hinten muss ich nach links oder ich kann hier nach rechts. Die Frage ist jetzt, wofür muss ich was machen? Hier ist keiner, ne? Achso, da kann ich besser machen. Okay, dann fehlt mir jetzt noch eine Wasserflasche. Das sind die... Hier, das kann ich nicht zerstören. Ist da irgendjemand? Ja, ich bin da. Moment, wer bist du? Du hast ja so ein Ding drauf. Warst jetzt aber nicht zufällig der Anführer, ne? Ha!
bin gerade mal am gucken, weil ich habe ja dieses Event, dass ich die besiegen soll. Ehrlich gesagt, möchte ich jetzt mal wissen, was eigentlich passiert, wenn ich das mache. Weil 86%, das ist natürlich jetzt nicht gerade wenig, was ich schon habe. So. Die haben wir. Wir müssen noch den Anführer besiegen. Ach, wie war das nochmal? Moment, hier unten musste ich hoch. Ach so, ihr müsst aber noch... Ah, okay, ich krieg ein Fläschchen. Das war, glaube ich, hier, ne? Also man kriegt schon eine kleine Belohnung, wenn auch nicht viel. Ist da irgendjemand? Nee, ich muss die Frauen gar nicht mehr machen, sag das doch. So. Bitte hilf mir. Moment, da komme ich rüber. Ich meine mich, das war irgendwie... Oder komme ich jetzt wieder auf den Boden? Scheiße. Das ist jetzt euer Ernst. Oh Gott. Bitte hilf mir. Ich komme ja gar nicht rum. Ich kam ja aber irgendwo hoch, das weiß ich noch. Aber nicht hier, so wie es aussieht. Ach, ist das nervig. Okay, ich hätte also nicht nach rechts gedurft. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo ich wie rum muss. Moment, hier einmal. So, da bin ich dann rübergegangen, genau. Der unter mir, warum war das nicht der Anführer? Der hat so ein komisches Zeichen da unten drunter drüber gehabt. Ist da irgendjemand? Bitte hilf mir! Leid, hab keine Zeit, ich habe euch schon gemacht. Wieso läuft die nicht weiter? So, ich meine, bin mir nicht sicher. Ist da irgendjemand? Dass ich hier rumgegangen bin. Ich musste rechts... Genau, da steht ja auch noch das eingekreist. Bitte hilf mir! Oh, das ist nicht gut. Bitte... Nein, ich hab's gewusst, ihr Idioten. Ey, das kann doch nicht so schwer sein, hier mal irgendwo hochzukommen. Da kann man überall nur runter. Da geht's nicht durch. Hier muss ich im Endeffekt rüber. Ah, hier war das. Hier war das. Ich weiß, dass ich nämlich da auch falsch gelaufen bin letztes Mal. Also wo ich mit meinem... Geh jetzt dahin. Wo ich mit meinem anderen Char da rüber bin. So. Jetzt mal schauen, ob ich jetzt dahin komme. So, hier kann man hoch. Du bist nicht der Banditenanführer. Nee, der ist der Banditenanführer. Ich habe eine Schatzkarte bei einem Nomaden gefunden, aber sie ist alt und kaum lesbar. Boss, schau dir die mal an. Ihr könnt mich doch alle mal. Oh, über mir muss ich jetzt rum. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Jetzt läuft hier schon wieder irgendein Boss rum. Da muss ich irgendwo durch. Ha, ich habe es endlich geschafft. Mann, Mann, Mann.
Ja, geh doch einfach runter, Mann. So. Das ist absolut... Du hast Archer besiegt. Das ist unglaublich. Fantastisch gemacht. Ja, fantastisch, dass ich erstmal so lange suchen musste. Du bist dieser berühmte Fremdling, nicht wahr? Unsere Leute haben es erfolgreich zurück zum Dorf geschafft. Und das nur dank dir. Ich schwöre bei der Sonne von Judia, dass ich dich irgendwann entlohnen werde. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Was kannst du mir über das Monument sagen? Das Monument? Ja, das habe ich gesehen. Der Priester, der dich begleitet hat, hat mich ebenfalls etwas darüber gefragt. Ist denn so ein Felsbrocken wirklich so wichtig? Pah, ich hatte ja keine Ahnung. Das Monument befindet sich von hier aus auf dem Weg zur Arigal-Salzebene. Dort wirst du auch den Priester wieder treffen, mit dem du herkamst. Was ist das eigentlich für ein Papier in deiner Hand? Du hast es bei Ashera gefunden? Ah, wenn er es bei sich hatte, dann muss es zweifellos wichtig sein. Dürfte ich mal schauen? Da hast du es. Dieses Dokument ist zu beschädigt, um es zu verstehen. Moment, ich kann einige Dinge identifizieren. Bitte gib mir einen Moment. Ich glaube, ich kann die beschädigten Stellen wiederherstellen. So, jetzt weiß ich mehr. Das ist eine Schatzkarte. Ich habe gehört, wie sich einige Schatzsucher über geheime Orte unterhielten, die hier auf dem Kontinent sein sollen und an denen der Ruhm der Vergangenheit verborgen liegen soll. Auf dieser Karte scheint einer dieser geheimen Orte eingezeichnet zu sein. Hier, nimm sie. Finde den Ort auf der Karte und du findest vielleicht auch dessen Schätze. Möge der Segen der Sonne mit dir sein. Der Priester, den du suchst, ist dort drüben. Vielen Dank, aber... Das war nicht nötig. Wir wären auch ohne dich mit ihnen fertig geworden. Natürlich. Der Priester, den du suchst, ist dort drüben. Und wir haben wieder einen Stufenaufstieg. Aber das kriegen wir erst bei Level 20. Ah, das heißt, was verbessern wir dann? Ich würde sagen, da stecken wir nochmal erstmal einen Punkt rein. So, was heißt, der Priester ist dort drüben? Ach, da hinten muss ich hin. Gehen wir mal dahin. Beziehungsweise reiten dorthin. Ein Hinweis zu Morai. Ich wusste es, die Monumente gehören zu den Morai-Ruinen. Dies bestätigt, dass Morai irgendwo in Judia liegt, auch wenn der genaue Ort unbekannt ist. Das Monument, das du entdeckt hast, sprach ebenfalls von Morai, nicht wahr? Ich habe mich bei den Nomaden erkundigt, aber nichts Spezielles herausgefunden. Überraschenderweise waren viele von ihnen eher skeptisch, was die Morai-Ruinen angeht. Ihre Realität scheint so hart und unwirsch zu sein, dass sie nicht an die glorreiche Vergangenheit glauben wollen, von denen die Ältesten sprachen. Ah, erinnerst du dich an die Schamanin? Donna, die Baldi erwähnt hat? Diese Schamanen besitzen mystische Kräfte, die sie von ihren Ahnen geerbt haben. Vielleicht weiß sie dann mehr über Morai. Ich werde nach weiteren Monumenten suchen. Und du, Abenteurerin, suchst bitte nach Donna, der Schamanin. Das ist erst der Anfang. Der Anfang von Kisa, der König Enkavias, spielte mit dunkler Magie, um so mächtig wie der Held Lotera zu werden. Aber Thanatos, die Kreatur, die Kisa aus der äußeren Sphäre beschwor, war jenseits menschlicher Kontrolle. Nachdem eine riesige Welle die Erde erzittern ließ, versank die Hauptstadt Morai in Finsternis. Ja, wir müssen nach oben zu den Salzebenen. Nee, ein weiteres Monument. Dann würde ich jetzt aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Das ist eigentlich ein ganz guter Moment dazu, denke ich mal. Und dass wir uns dann zur Arigal-Salzebene in der nächsten Folge aufmachen. Bis dann. Ciao.